Lieber Philipp von der Wippel, liebes Team und liebe UnterstützerInnen der Alliance for Ukraine. Seit 4 Monaten führt Russland einen Angriffskrieg in der Ukraine. Tod und Terror, entsetzliches Leid und Millionen Menschen auf der Flucht. 900.000 sind bisher allein in unser Land geflohen. Vor allem Frauen und Kinder, auch ältere und Shoah-Überlebende. Es ist eine unfassbare Zeit. Alle, die zu uns kommen, bekommen unseren Schutz mit sicherem, langfristigem Aufenthalt. Mit Zugang zu Sozialleistungen, zu Integrationskursen und zum Arbeitsmarkt. Wir haben die Aufnahme und das Ankommen so vieler Menschen bisher gut gemeistert. Wir haben unbürokratisch und schnell geholfen. Das war möglich, weil wir eine starke Allianz gebildet haben. Staat und Gesellschaft, Haupt- und Ehrenamt. An den Bahnhöfen und in den Notunterkünften, in den Unternehmen, Gewerkschaften und Kirchen. Dafür leistet ihr herausragende Arbeit. Die Alliance for Ukraine vernetzt die vielen Angebote. Ihr lenkt Ressourcen, Zeit und Engagement in die richtigen Bahnen. Ihr seid Leuchtturm und Hoffnungsanker für die Menschen aus der Ukraine. Und auch im Bundeskanzleramt waren alle beeindruckt von eurer Arbeit, die Philipp von der Wippel uns beim Roundtable Ukraine mit dem Bundeskanzler bereits im April vorgestellt hat. Heute, an Tag 133 des Krieges, nach 4 Monaten bildet ihr mit über 400 Organisationen, Unternehmen und Stiftungen eine starke Allianz. Und das ist gut so, denn es gibt so viel zu tun, damit alle eine Perspektive bei uns finden können, egal welcher Herkunft, auch Studierende aus Nigeria oder Indien. Wenn ihr heute kurz innehaltet, bilanziert und eine Zwischenetappe einlegt, dann seid bitte stolz auf euch und eure Arbeit. Ihr spendet Wärme und Licht in dunkler Zeit. Ihr sorgt für Teilhabe und Miteinander. Jeden Tag, auch heute. Dabei habt ihr meinen Arbeitsstab und mich fest an eurer Seite. Ich freue mich, Schirmherrin dieses vorbildlichen Projekts zu sein.